Hallo, ich bin Philipp Ruiz, Pfarrer für Schülerinnen und Schülerarbeit der Evangelischen Kirche von Kursen-Waldeck und möchte euch mit dieser Videoserie ein paar spannende Tools für den digitalen Konfirmanden- und Religionsunterricht vorstellen. Heute geht es um H5P. H5P ist eine Software, um digitale, interaktive Arbeitsblätter zu erstellen. Das Ganze läuft im Webbrowser und kommt aus der sogenannten Open Educational Resource Bewegung. Das ist eine Bewegung, die der Meinung ist, dass Unterrichtsinhalte frei sein sollten. Und zwar frei wie in Freiheit und nicht wie in Freibier. Also, dass ich die Möglichkeit habe, diese Inhalte zu nehmen und zu verändern, zu verbessern, an meine Situation anzupassen, aber nur, solange ich diese Inhalte dann wiederum anderen zur Verfügung stelle. Hinter H5P steht also eine ganze Bewegung. Und gerade im englischsprachigen Bereich gibt es auch sehr viele Webseiten, die schon Unterrichtsinhalte gesammelt haben und anderen zur Verfügung stellen. Im Deutschen entwickelt sich das relativ intensiv. Ich habe ein paar spannende Quellen unten verlinkt. Gucken wir uns mal ein Arbeitsblatt an, das ich heute innerhalb von ein paar Minuten erstellt habe. Es ist vielleicht nicht pädagogisch das Durchdachteste, aber es soll hier auch nur darum gehen, euch ein bisschen Lust darauf zu machen, mit H5P rumzuexperimentieren. Eine erste Aufgabe, die ich erstellt habe, besteht darin, Wörter aus einem Bibeltext in die richtige Stelle des Bibeltextes zu ziehen. Wir fangen mal an. Gabe Gottes. Kommt hier hin. Ich habe H5P hier so eingestellt, dass ich direkt Feedback bekomme. Das heißt, würde ich ein falsches Wort ziehen, würde ich es auch direkt sehen und kann auch neu von vorne anfangen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Schüler alles ziehen zu lassen und erst zum Schluss sich anzeigen zu lassen, ob sie es richtig oder falsch gemacht haben. So, fangen wir doch mal an. Das ist Feuer. Denn der Geist, die Übersetzung ist Kraft, Liebe, Besonnenheit. Die Übersetzung ist die Basisbibel, die finde ich immer ein bisschen einfacher in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen. Zeugehaft, es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen gut an, das alles richtig noch hinzukriegen. 9 von 9 Punkten, ich fühle mich sehr bestärkt. Nächste Frage. Hier bitte ich die Schüler darum, sich den Artikel bei Vibilex zu den Pastoralbriefen durchzulesen, aus dem der 2. Timotheusbrief stammt. Hier einfach nur ein bisschen die Frage, ob sie es getan haben oder nicht. Dafür, dass sie es getan haben, gibt es schon einen Punkt, zumindest wenn sie ehrlich sind. Das wird sich jetzt spätestens hier herausstellen. Eine Frage aus den aus dem Artikel als Multiple Choice. Zack. Auch hier richtige Antwort. So, hier ist ein Freitextfeld. In dieses Freitextfeld müssen die Jugendlichen nun eintragen, was sie im Artikel gelesen haben. Ich habe es mir hier ein bisschen bequem gemacht und habe einfach nur den Text kopiert und merke gerade beim Angucken, dass ich die Antworten selber nicht mehr weiß. Hier müsste man vielleicht einen einfacheren Text nehmen, um das zu machen. Das eignet sich, genau, anderen Text. Ich überspringe die Aufgabe einfach mal und gehe weiter. Als nächstes habe ich eine Aufgabe, bei der die Schüler auch wieder die Einheit H5P verlassen müssen. H5P bietet nämlich, zumindest in der Demo-Variante auf der Homepage von H5P, das sind die Entwickler, nicht die Möglichkeit, irgendwelche Daten zu speichern. Also jegliche Punkte, die die Schülerinnen erarbeiten und alle Texte, die sie eingeben, werden nicht gespeichert. Die verbleiben auf dem Rechner des Schülers. Man kann H5P aber in Lernsysteme wie zum Beispiel Moodle integrieren. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch in einem späteren Video. Daher habe ich hier den einfachen Trick gewählt und die Schülerinnen gebeten, einfach folgenden Text sich durchzulesen und eine Überlegung oder ein mögliches Ende des Textes an eine E-Mail-Adresse zu schicken. Das ist die einfache, pragmatische Lösung. Hätte ich Moodle, könnte ich auch direkt hier die Antwort der Schüler abfangen und eingeben lassen. Und mit einem Blick auf Check würden sie dann wahrscheinlich keine Punkte kriegen, weil den Text müsste ein Mensch lesen. Ich habe unten im Blogpost ein paar weitere Informationen und ein paar ausführlichere Erklärvideos zu H5P verlinkt. Im Anschluss zeige ich euch noch, wie ich diese kurze Einheit erstellt habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail: schülerarbeit@ekkw.de. Bleibt gesund. Ciao. So, hier unten.
Da läuft schon ein kleiner Clip, der wird gleich groß, wie ich den Unterrichtseinhalt erstellt habe. Ich habe es am Anfang schon gesagt, H5P ist primär im englischen Raum bereitet. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Webseite auch auf Deutsch zu bedienen, aber ich vermute, das kriegt ihr hin. H5P an sich ist in sehr vielen Sprachen verfügbar. Ich vermute, dass, wenn man es in ein eigenes Moodle integriert, es auch auf Deutsch ist. Das Ganze ist jetzt hier im Schnelldurchlauf. Weitere Informationen habe ich unten verlinkt. Genau. Und viel Spaß mit H5P.